Weiter geht es mit einer neuen Bunker-Bunker-Folge SpongeBob Cosmic Shake. Freut mich, dass du da draußen Achtung, wieder rein Bunker-Bunkerst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, hier wird schon wieder richtig viel rumgequäkelt. Und ich bin ein wilder SpongeBob. Ein wilder, gefährlicher, primitiver Sponge. Ich werde dich fertig machen. Boah, die wollen mich hier wirklich fertig machen. Komm schon, komm schon, komm schon, Spongy. So, die Unterbuchse, die krall ich mir. Achtung, wo ist denn hier der Soßenmeister? Irgendjemand kleckst doch hier super doll rum mit seiner Soße. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Wow, 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 wow. Autsch. Autschi. Ey, der trifft mich immer, ne? Soll ich mal eine Rolle probieren? Ist die Rolle vielleicht diese die Antwort? Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Achtung! Und rüber mit uns. Ey, den hier muss ich jetzt besiegen. Der geht mir so auf die Nerven, der gut. Und weg. Spür die Rache. Oh, noch mehr Gelee. Wow, da oben. Da oben ist eine Münze. Ich brauche die Münze. Socken. Socken voraus. Okay, hier gibt es irgendwie Socken. Aber wie komme ich an die Münze? Kuchen. Lieferung kommt. Moment, der will aus meinem Haus einen Kuchen machen? Okay, Sponge. Du bist wild, nackt und verrückt. Wir dürfen das auf gar keinen Fall zulassen. Ich bin dir ja doch wichtig. Alter, ich bin eben gerade wirklich ich fliege. Durch den Schlitz gestolpert, Lieferung ne? Lieferung kommt. Achtung. Wow, 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 wow. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Alter, er hat mich getroffen. Ich hab ja wieder ein Glück, ne? Und er hat mich wieder getroffen durch die Schockwelle, ey. Ist genau richtig für meine Bettchen. Okay, Vorsicht, hier ist noch einer von denen. Ich komm dich holen! Bam! Bam! Gott, Jungs, ihr seid echt nervig. Hol die Socke, hol die Socke, hol die Socke! Fresst Kuchen, ihre Möchte! So, du Trottel, wir haben die Socke! Und hoch damit. Ja, geil. Okay, hier drüben ist das Surfboard. Achtung, noch mehr Gelee. Ich wünsche nur, das Ding würde ein bisschen länger halten. Und wir müssen ja eine Münze noch holen. Die ist super wichtig. Dann haben wir nämlich schon wieder 3 Münzen. Und bei 4 Münzen können wir uns ganz viele neue, coole Kostüme holen. Und das wollen wir, oder? Wir wollen sie, die coolen neuen Kostüme. Kuchen im Anflug. So, getroffen. Nochmal getroffen. Komm schon. Hau zu, Dude. Warum zählt das nicht? Ne? Ab und zu zeigen, wie ein macht er hier so einen Doppelschlag irgendwie. Richtig unfair, wenn du mich fragst. So, wir holen uns noch mehr Socken. Ey, ich liebe den Höhlenmenschen SpongeBob Skin. Ich finde den cool. Das ist einer der coolsten. Ist auch eine geile Folge. Mit Foi Foi. Foi Foi. Achtung! Schwupps! Mach mal bitte Bumm. Autsch!
Autsch. Der hat wohl seine Hose verloren. Oh oh. Sorry. Oh, noch oh, oh. Mehr Gelee. Das wird eine sehr, sehr knappe Kiste. Aber wie komme ich denn jetzt an die Münze ran? Die war da hinten, ne? Wahrscheinlich irgendwie da oben rum. Sieh nur! Kann ich nicht rauf? Oh, noch geil, mehr eine Buchse. Ist genau richtig für meine Bäckchen. Für meine zarten Bäckchen genau das Richtige. Hier ist eine Münze, da hinten ist auch eine Münze. Das heißt also, es gibt sogar zwei Münzen. Aber, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Soll ich erstmal den hier besiegen? Mach mal tot. Was hat der denn für einen Anfall? Ich würde nicht sagen, dass ich ihn geschlagen habe. Ich würde sagen, ich habe ihm geholfen. Okay, das ist immer noch nicht mein Weg nach oben. Also, hier... Achtung, Kuchen! Hier. Lieferung! Hier. Ich werde dich fertig machen! So, jetzt sind wir erstmal hier drüben. Wir müssen wahrscheinlich wirklich eine komplette Runde hier drehen. Ah, ich komm dich holen! Ja, wir müssen eine komplette Runde hier drehen. Oh, ey. Ein Bombenappetit. Oh, nee. Jetzt kann ich wieder komplett von vorne anfangen. Okay, das wird mies. Das wird mies. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir es lieber so machen, dass er vielleicht schon besiegt ist? Du kannst nicht ewig weglaufen. Aber ich werde dich sicher dazu bringen, es zu versuchen. Weil der lässt ja wirklich gar nicht locker, der Dude, ne? Oh, wow, 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 wow. Let's go. Schwupps. What? No! Spring! Oh. Diese eingestaubten alten Kanonen haben... Nein! Du bist Alter! Mein bester Freund. Und die Schockwelle. Oh Gott sei Dank bin ich hier. Wäre ich da hinten jetzt wieder gewesen, hätte ich gesagt, okay, vergiss es. Ist genau richtig für meine Bäckchen. Hätte ich gesagt, okay, wir müssen ihn erst besiegen. Schwupps. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig... Verdammt! Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Ah! Ich komm dich holen! Ah! Komm schon, die Münze hast du! Sieh nur! Yes! Ich komm dich holen! So, jetzt gibt's noch eine ganz da drüben, ne? No! Weil ich sterbe lieber. Vielleicht lande ich oben. Wir probieren's aus. Nö, ich lande hier und alle Gegner sind wieder da. Cool! Egal, wir haben die Münze. Eine fehlt noch, dann haben wir schon wieder vier und dann... Gönnen wir uns fresh Skins. Achtung! Oh, noch mehr Gelee. Verdammt, Holländer, wie viele Socken hast du? Oh. Okay. Die sollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein Klein... Tja. Aber mit SpongeBob hat er eben den stärksten Krieger auf seiner Seite, süß den man haben und kann. Klebrig.
All and R. Ich bin der All and R. Kuchen so. Im Anflug. Wenn dem seine Kuchen erstmal weg sind, ist es auch viel einfacher, sich hier in Ruhe umzusehen. Ich bin dir ja doch wichtig. Guck mal, wie... Ouch. Die Kamera dreht sich. Also irgendwie, ich komme mit einigen Jumps einfach nicht so richtig klar. Spür die Rache der Killer. Ich fliege! Und die Kamera will mich töten. Moment, bin ich jetzt überhaupt richtig? Achtung, Kuchen. Warte, ich bin falsch. Ah, ich komm dich holen. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Der Weg ist gar nicht dazu gemacht, dass man da lang geht. Hier muss man nämlich hin. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Süß und klebrig. So. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat, aber irgendwie stand das Bild so auf der Stelle, dass ich gedacht habe, okay, hier geht's anscheinend weiter. Alles deutet darauf hin, dass es hier weitergeht. SpongeBob, Neptun sei Dank. Wie seid ihr hierher gekommen? Ach, nur das Übliche. Durch magische Blasen, waghalsige Wünsche und Zerstörung des Raumzeitgefüges. Ich will dich nicht mit den Details langweilen. Alles, was du wissen musst, ist, dass wir hier sind, um die Dinge richtig zu stellen. Oh gut, diese Fesseln sind so eng, dass ich mein Bein nicht spüren kann. Oh, ich glaube, dein Bein ist okay, solange du dich von Termiten fernhältst. Mein Bein! Okay, wir haben Freddy gerettet. Oh, noch mehr Gelee. Hui, du okay, bist das wirklich war, mein bester Freund. Das war nicht gut. Anscheinend müssen wir... Wer will? Nein, wow. Danke. Anscheinend Achtung, müssen wir warten. Kuchen! Jetzt. Oink. Schwupps. Ich werde dich fertig machen. Zerbomb doch mal den Badewannen-Dude. Aua. Oh nein. Oh Gott. Das war mal wieder der perfekte Combo. Oh oh. Ich werde dich fertig machen. Jetzt leben die da drüben wieder. Komm, mach deinen Angriff. Big Boy. Knappes Ding, hätte mich beinahe wieder getroffen. Diese was ist denn los? Eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Komm, einmal noch einmal. Die sollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. So, letzter Dude. Und damit haben wir vielleicht, eventuell, möglicherweise, ich weiß es nicht so genau, die letzte Socke. Bist du die letzte Socke oder gibt es noch mehr Socken? Ich glaube, wir müssen noch den Turm da hoch. Kwusch. Yes. Möglicherweise war es die letzte Socke. Wir folgen einfach mal der Spur aus Kuchen. Sieh nur. Seid ihr schon echte Piraten? Naja, wir haben eine echte Schatztruhe.
Schurken des Holländers. Der beste Pirat aller Zeiten hieß einfach Jeff. Wie wäre es für dich mit dem, ich weiß nicht, Vierkant? Wie unfair, ich wollte Vierkant sein. Nun, du bist dann... Fünfkant? Klar, wieso nicht? Oh, Kampfsocke, ich hab dich so vermisst. Na dann, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Das wird zermürbend, langweilig und monoton. Genau wie ein Katzenklo reinigen. Vierkant, nehmt die Windbongos und fliegenden Schiffe, um auf mein Schiff zu kommen. Und an Bord hisst ihr meine letzte Socke und feuert die Riesenkanone ab. Das soll ein Signal für die Crew sein, zu uns zu kommen und frei der Strahle die Vernichtung zu... Den Untergang von... Absetzung? Die Absetzung von Killer-Garnele! Kuchen im Anflug! SpongeBob zensiert mal wieder. Ich will den Untergang, die Vernichtung, die Zerstörung, den Mord. Wie nur? Komm ich da drauf? Das war wieder super Glück. Das war alles nur pures Glück, Internet. So, jetzt bin ich hier. Was? Wo? Wohin? Ernsthaft jetzt, wohin? Du bist wirklich mein bester Freund. Wo will der hin? Ach, ich muss erst hier diese drüben hin. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Oh ja! Bams. Die ist genau richtig für meine Bäckchen. Boinks. Und jetzt. Die wollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Jetzt kann ich hier durch. Funktionierst du? Oi. Oh, wow, 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 ey, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, ich komm dich. Oh, come on, der trifft mich auch wieder in der Luft. Ey, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ich fühle mich schon viel besser. Warum sind... Autsch. Ah, ich komm dich holen. Warum sind Kinderspiele eigentlich immer so... knackig, so unverschämt knackig. Oh, noch mehr. Fresst Kuchen, ihr möchtegern Piraten. Na, ey, das ist. Du bist wirklich mein bester Freund. Das meine ich. Also für Kinderspiele brauchst du eine enorm krasse. Die große Krabbe-Pizza ist Frustresistenz. Sorry, ist nicht persönlich. Sorry, ist nicht persönlich, ne? Ein kleiner Klaps reicht schon. Ich fühle mich schon viel besser. Au! Ey, als ob! Wir holen uns das Schiff zurück, Garnet und meine anderen. Was ist los, Viereckjunge? Willst du etwas Besonderes? Ich lass dich über die Planke gehen. Ich gehe einzig und allein über die Straße der Freundschaft. Und diese Straße führt zur Siegesstadt. Also los doch! So einen Fisch habe ich das noch nie Spock gesehen. Schwupps. Aber ja, die Dialoge sind leider wirklich irgendwie ein bisschen abgehackt. Endlich juckt es nicht mehr. Jawohl! Wir stehen kurz davor, Admiral Killer-Garnele zu besiegen. Der fliegende Holländer wird sich so freuen, dass er vielleicht nicht mal unsere Seelen verspeist. Ein kleiner Klaps reicht schon.
Wow, 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 wow. Wir werden hier jetzt aber auch zerbombt, ne? Sieh nur! Autsch. So, hier ist noch ein kleiner Mann. Ah, ich komm dich holen! Ah. Crew, halt mit mir, damit wir die sieben Meere vor Angst in Flammen setzen! Seine Hose verloren. Der hat seine Hose verloren? Das ist ein ernstes Thema. Ey, das ist so ein Chaos, ne? Süß und klebrig. So, hier noch einen für dich. Ich brauche eine Hose. Genau richtig für meine Bäckchen. Ich brauche Backenschutz. Sorry, ist nicht persönlich. Ein kleiner Klaps reicht schon. So, wo ist denn jetzt hier die Killergarnele? Ach, hier ist noch eine seiner Schergen. So, Garnele ist abgesetzt. Ene, mene, mu, fang die Garnele an ihrem Schuh und zerquetsch sie. Schön zerquetschen. Oh, meine geliebte Ananas. Bringen wir dich zurück nach Bikini Bottom, hm? Nächster Halt, Schnittenstraße 124. Tja, Patrick, du alter Womanizer. Mein schönes Heim ist zurück, meine süße Ananas. Aber es ist kein Zuhause ohne Gary. Patrick, wir müssen ihn finden. Was treibst du da, Plankton? Nimm dein Fischfutter von meinen Brötchen. Klingt so, als würden sich Plankton und Mr. Krabs prächtig verstehen. Ich sollte wohl trotzdem nach ihnen sehen, zur Sicherheit. Jetzt haben wir hier so eine kleine Abkürzung. Okay, können wir jetzt was da machen? Ich denke, ich komme hier lang. Durch die Luft. Ich bin ein fliegender Fisch. Okay. Wir können jetzt einfach aktivieren. Und haben jetzt hier voll die ultra krasse Strecke. What the... Nein! Ein schöner Tag im Bikini Bottom. Einmal nicht reagiert und schon ist alles versaut. Können wir hier durch? Wo genau müssen wir denn hin? Wir müssen reden mit Mr. Grabese. Ist das nicht der schwierige Kerl, für den du arbeitest? Am Abfalleimer. Ein kleiner Klaps reicht schon. Tja, wie komme ich jetzt nochmal hoch zum Abfalleimer? Wenn du diese Buletten nicht wie ein stümperhafter Anfänger braten würdest, bräuchte ich mein Fischfutter nicht. Mach's mir einfach nach. Wenn ich mich nach dir richten würde, würden meine köstlichen Krabuletten wie dein ekelhaftes Fischfutter schmecken. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie mit Plankton zusammen? Ich habe keine Wahl. Die armen Leute aus Bikini Bottom verhungern. Ich konnte nicht mit ansehen, wie sie den Fraß von Plankton essen. Hey, ich bin nicht taub. Also taten wir uns zusammen, um die armen, hungrigen Mäuler zu stopfen.
Solange sie zahlen, versteht sich. Wenn du dich nicht mit den Buletten beeilst, wird niemand gefüttert, Krabs. Dann kannst du dich von deinem süßen Geld verabschieden. SpongeBob, du musst uns helfen. Du bist der Einzige, dem ich meine Geheimformel anvertraue. Kannst du uns noch ein paar Krabbenburger zaubern? Schon dabei, Mr. Krabs. Alter, dieses Höhlenmenschengesicht. Ich brauche Essen und Aufmerksamkeit. Hey, what? Ach so, okay, verstehe. Ich verstehe. Einfach warten, bis sie gut durch sind. Ja, ist ein ganz cooles Minispiel. Okay, das wird jetzt richtig schnell sogar. Schaut euch das an. Schwupps. Okay, das ist cool. Danke, Minion. Ich weiß ja, wie gern du dich verkleidest. Also hat dein Lieblingschef eine kleine Belohnung für dich besorgt. Yes, los, endlich! Ich verhungere! Was ist los? Wo bestelle ich? Endlich mein offizielles Krabbenburger-Outfit. So, wir müssen wieder mal zu Cassandra. Die irgendwo da hinten ist. Ich habe mitbekommen, dass du deine kleine Hausschnecke vermisst. Walter. Gary. Stimmt, Gary. Nun, mit diesem kosmischen Kostüm solltest du durch das Portal gelangen, das ihn verschluckt hat. Aber pass auf, Kleiner. Deine Schnecke schwebt in großer, großer Gefahr. Alter. Oh, Mann. Oh, ein schönes Blumenkostüm. Dann reisen wir bestimmt in ein fröhliches Land voller Sonnenschein und Heiter. Gib nicht auf, Garylein! Ich komme! Ist das ein fröhliches Land? Sieht eher aus wie so ein Grusel-Halloween-Land. Ach, Halloween-Folgen sind eh immer das Beste, ne? Egal, ob bei Simpsons, SpongeBob, South Park früher. Sieh dir diese Kreaturen an, Patrick! Sie... Komisch? Nein, gruselig! Oh ja, das hätte ich als zweites geraten. Oh, hier ist alles gruselig. Es ist kalt und feucht und riecht wie der Müll hinter dem Abfalleimer. Das klingt ganz genau wie diese Kleberpfütze, in der du stehst. Sicher die Überreste der Opfer des Monsters, das hier durchschwamm. Wir müssen Gary schnell finden. Ist das Rock Bottom? Ja, das ist der Süßigkeitenautomat. Oh. Ah, geil. Ach, die alten Folgen. Buh. Die Buhs, Alter. Die alten Folgen. Ah, sind einfach so gut. Ich glaube, ich werde die mir auch mal wieder reinziehen. Schon lange kein SpongeBob mehr geguckt. Aber irgendwie, jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt habe ich richtig Bug auf die alten Folgen. Da ist auch die Toilette. Lieferung kommt! Ah, da ist dieses Busdepot. Ist aber ein cooler Level. Also, ist ein cooles Level-Design, finde ich. Oh, endlich neue Gegner wieder. Okay, nice. Verstecken, SpongeBob! Okay, die kann man nicht fertig machen. Was war das? Ein gruseliger Glibber! Ein Grubber! Oh, yes! Eine Goldkublone!
So, jetzt brauche ich wieder von vorne alle Kostüme. Das ist schon ganz schön intens, ne? Oh, yes! Okay, das müssen wir uns holen. Der Skin passt ja hier voll rein. Ne, man kann ihn nicht killen. Auch nicht von oben. Unzerstörbarer Killerfisch. Vielleicht können wir uns in den Busch verstecken. Oder vielleicht können wir einfach nach Hause gehen. Oh, noch mehr Gelee. Hey. Hey. Denk dran, SpongeBob. Tu einfach so, als ob gruselig komisch wäre und spiel Verstecken mit ihnen. Gute Idee. Und wir werden gewinnen, weil sie noch nicht mal suchen. Okay, das war erstaunlich leicht. Ein kleiner Klaps reicht schon. An denen vorbeizukommen. Hier in dem Schleim bin ich ein bisschen langsam. Sieh nur! Sieh nur! Das Gruselland! Oh, welches Monster würde einfach so einen Schokoriegel wegwerfen? Ganz allein, halb gegessen! Ohne Verpackung! Wir müssen Gary finden, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Sollten wir den Schokoriegel nicht besser an einen sicheren Ort bringen? Zu schade, dass meine Schokotasche in meiner Schokotasche Tragetasche ist. Dann muss ich ihn wohl stattdessen in meinen Mund stecken. Warte kurz. Irgendwas von diesem Glibber kommt mir doch sehr vertraut vor. Calcium. Mit einem leichten Hauch Protein und viel Liebe. Das ist kein Glibber, das ist Schleim. Garys Schleim. Das ist viel Schleim für so eine kleine Schnecke. Er hat sicher Angst. Wir müssen ihn finden. Ist schon irgendwie verstörend, dass SpongeBob weiß, wie Garys Schleim Wir schmeckt. Wir müssen nur dieser Schleimspur durch die dunkle, gruselige, schreckliche Stadt folgen. Oder was meint ihr? Ist das verstörend? Irgendwie schon, ne? Oh, noch mehr Gelee. Oh, noch mehr Gelee. Ah, noch mehr Glibber. Senior Sponge. Ui, wo geht's da hin? Oh, noch mehr Gelee. Ich sehe auf jeden Fall eine Münze. Und jede Menge Gelee. Warte, jetzt gehe ich erstmal hier hin und dann gehe ich runter zur Münze. Lieferung kommt! Na gut, die Münze ist einfach hier. Eine Golddublone! Dann gehe ich nochmal hier hin. Warte, hier ich hin. So, denn da ist noch eine Süß Münze. Und klebrig. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg war, aber ich habe die Münze. Warte mal, konnte ich da eben was machen? Nee. Das sah nur so aus, war nur die Reflexion. So, und wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich hier hin. Wow, also ich habe sogar wirklich geschafft. Schwupps. Aha. Aber sind das nicht einfach nur unschuldige Bewohner von Rock Bottom? Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckenkampf. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen.
Es gibt nur einen Weg, um so viel Süßigkeiten zu besorgen, wie wir brauchen. Sie von Babys klauen? Nein, wir spielen Süßes oder Saures. Oh, das sollte auch funktionieren. Ja, das könnte funktionieren. Wie mache ich das denn? Okay. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten! Da gab's ja gar keine Süßigkeiten. Ich wurde betrogen. Auch nichts. Okay, warte mal, da drüben. Okay, das kann ich jetzt wieder öffnen. Ah, nee. Das ist offen. Aber hier kann ich hin. Hier waren nur Gegner, aber bis jetzt keine einzige Schokolade. Immer noch keine einzige Schokolade. Krass. Wie selten ist denn bitteschön die Schoki? Wie auch immer, wir sehen uns wieder in der nächsten schokoreichen Schoko-Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Süßes oder Saures? Ich kann deinen Akzent nicht verstehen. Süßes oder Saures? Oh, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Hier, nimm einen Schokoriegel. Und tolles Kostüm übrigens. Danke. Ja, nice, da haben wir doch schon mal einen. So, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und... Schwupps. Schwupps. Tschüss.